So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir wollen heute ein Regieis Community Raid machen. Deswegen befinden wir uns im Kaufland bei den Kühltruhen. Und schaut mal, was ich da entdeckt habe. Hallo Jonas. Nein, aber guck mal, was ich hier entdeckt habe. Hier gibt es einfach Schweinefleisch gekühlt. Direkt neben den Chili Cheese Nuggets für 2,29 €. Und ich schwöre, ich habe das nicht da reingestellt. Das stand gerade schon hier drin. Das finde ich genial. Das sieht lustig aus. Hast du Bock? Regieis Community Raid. Wir ziehen los. Mal gucken, ob wir hier eins finden. Wenn nicht, müssen wir nochmal den Rest der Stadt absuchen. So, wir haben den Regieis Raid gefunden an der Futuristic Sculpture. Das ist das Teil hinter mir. Das hier, das habt ihr bestimmt schon öfters gesehen, auch in Videos, wo es geschneit hat oder wo es eben nicht geschneit hat. Ich wandere jetzt hier raus. Wir waren nämlich eigentlich im Kaufland, weil es diese Woche die Gustavo Gusto Pizza von den Ghostbusters geben sollte. Also Gustavo Gusto, die Firma, hat eine Ghostbusters Pizza rausgebracht zum Start vom neuen Kinofilm. Ist die ganze Woche in der Werbung gewesen, ist nicht einmal da gewesen. Haben gesagt, ja, kam nicht mit der Lieferung, wissen sie auch nicht, ist auch keiner da, der die Sachen ausräumt und so. Also ja, das war leider nichts. Was wir aber gefunden haben, ist diese Lombicola. Die habe ich ja schon mal getestet, fand ich jetzt nicht so toll. Das ist die Zero-Variante. Den Pupsi hat gesagt, ach, ich nehme jetzt mal hier so eine Lombicola noch mit, die kostet nur 50 Cent. Mal Lombicola kaufst du nicht, weil sie schmeckt, die kaufst du nur, weil sie plötzlich im Angebot ist, weil die keiner kauft und sie reduzieren, damit sie loskriegen. Und dann nimmst du extra die Zero-Variante. Die schmeckt nämlich nicht, aber die normale schmeckt auch nicht. Also ist egal, ob du Siro oder Zucker nimmst, die schmeckt so und so nicht, aber für 50 Cent kannst du dir hier irgendwas reinschießen, solange wieder auf den Raid wartest. Und hier sind überall Bänke drumherum. Ich werde mich jetzt aber einfach an diese Mauer setzen und warten, bis der Regieis Raid aufgeht, meine Cola trinken und ja, den Regieis Community Raid machen. Und wenn ich den fange, müsste das auch neuer Pokédex-Eintrag sein auf dem Habanero Lime Account. Und dann den Rest des Events, den Rest der Zeit, nur noch Mega Despoda Raids gemacht. Das ist der Plan. Fühl dich frei, beobachte die Busse und das Geschehen und Grüße an Fladdy. So, das ist jetzt meine Location, wie ich hier sitze mit der Mauer im Hintergrund. Finde ich, sieht eigentlich ganz chillig aus. Jetzt wollte ich mich auch in die Arena setzen. Ich sitze schon in der Arena seit gestern, weil ich mache jeden Tag auch Spaziergang lang mit Jonas. Laufen wir hier immer ab, von da unten, von da oben, da hier. Gestern war in der Blauen ein Raid, da konnte ich nichts machen. Was ich aber machen muss, den Community-Tab zeigen. Denn im Community-Tab poste ich ja immer auch eine Konda-Übersicht. Die habe ich gestern schon gepostet. Also ihr seht das Video entweder am Sonntag oder am Montag. Bei mir ist jetzt heute hier Freitag. Das geht jetzt nicht anders. Wegen C-Day und wegen Raid-Day verschiebt sich das alles ein bisschen. Hier ist die Konda-Grafik auf jeden Fall für Regieis. 17,84, 22,30 sind die 100er Werte. Ist als Shiny verfügbar. Das Ding ist nur vom Typ Eis, sonst nichts. Ist also anfällig gegen Stahl, wie Metagross, Gestein, wie Despoda, Feuer, wie alles, was Feuer hat, Kampf, hey! Deswegen habe ich gestern schon gesagt, in dem Mega-Despoda-Video, nehmt einfach wieder Machomai. Machomai gegen Regieis, Machomai gegen Mega-Despoda, Machomai-Armee muss immer am Start sein, einfach gegen alles und jeden. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich habe ja auf dem Main-Account damals ewig rumgeknurrt, so viele Lucky Trades gemacht. Ich glaube, über 200 Lucky Trades hat es gebraucht, bis das 100er kam, denn beim Raid kein Glück gehabt. Und dann hatte ich's und jetzt ist der Account weg. Und jetzt machst du einen und es ist egal, wie der wird, einfach nur Pokédex eintragen. Es ist halt komplett anders, wie man jetzt spielt und wie man damals gespielt hat. Jetzt muss ich noch mal kurz hier reingucken, denn ich habe den Raid wieder gepostet in die Raid-Gruppe. Hier Futuristic Sculpture mit Koordinaten, mit Trainercode, mit Spielern. Und dann hat sich angemeldet Shenaya, Henry, Niki, Linus, Creeper, Blood and Tears, Immensiens, Poke, Hunter. Da werde ich gleich einladen, wenn das Ding aufgeht, aber das sind noch 10 Sekunden. So lange können wir noch mal von dieser ekligen Lombicola probieren. Die ist auch badwarm, die schmeckt nur nach Schaum.
ist trotzdem irgendwie total süß, mega künstlich, kein Genuss, absolut Plörre. Also bitte kauft das nicht oder kauft's und dann ist es endlich weg. Da könnt ihr die Leute beschützen, die ihr liebt, dass die es nicht kaufen. Kauft ihr das lieber, dann müssen die es nicht kaufen und dann passt das. So. Der rennt jetzt hier rum. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Jetzt ist schon einer drin. Jetzt gehen wir auch rein. Wer ist da drin? Nixe, kenne ich nicht. Ist egal, wir gehen jetzt hier rein. 1, 2, 3, 4. Wir haben 4 Leute zum Einladen. Legen das wieder ab. Ich habe eben vergessen, meinen Schluck Lombicola zu nehmen. Ist hier jemand? Siehst du hier jemand? Ich sehe nichts. Da drüben sitzt ein Mann, der telefoniert. Finde ich sehr gut. Da ist der Bus. Ich glaube nicht, dass der Busfahrer die Nixe ist. Da sind vorhin die ganzen Kinder rausgerannt. Jetzt ist da nur noch der Busfahrer im Bus. Da drüben läuft eine ältere Frau im Schneckentempo mit ihrem Hund. Das ist keine Nixe. Ansonsten keine Ahnung. Erstmal einen Schluck nehmen. Natürlich ist hier hinter mir oben auch ein riesen Parkplatz. Kann ja sein, dass da jemand mit dem Auto steht und den Raid gerade macht und die im Auto sitzen. Natürlich ist hier gegenüber auch das Landratsamt. Da ist auch die Abstrichstelle. Vielleicht macht da gerade jemand einen Abstrich und macht nebenbei den Raid. Wer ist jetzt hier drin? Blood Moon, Samyang Bulldog, Taf Kaloi, Henry Nikki, Pokehunter, Creeper, Linus, Genaya, Nixe. Bei Nixe wüsste ich jetzt gerade nicht, wer das ist. Habanero Lime, Pogo for Future. Das müsste vielleicht einer sein noch vom Immensiens. Hans Hubert Hase. Ist das auch alles Immensiens? Ich weiß es nicht. Es sind so viele komische Accounts. Jeden Tag ein anderer dazu. Ich drücke jetzt hier auch mal bereit. Hier drücke ich auch mal bereit. Wir haben jetzt hier... das ist gar keine Kampfarmee. Hier ist Flampibian drin. Warte, das müssen wir ändern. Ich will Kampf. Das ist mir wichtig. Dafür habe ich die rangezüchtet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mal Machomai. Das ist einfach eins meiner Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation sowieso. Waren die besten Pokémon, die es gab. Beste Generation, den Rest kenne ich alles nicht. Wenn die stinken, dann sind die auch noch stärker. Das passt erst recht. Jetzt hauen wir hier drauf mit 12 Leuten. Müsste also richtig gut gehen. Ich habe ein bisschen Muffensausen, weil morgen kommt Silvio, morgen ist der Z-Day, der will noch Kollegen mitbringen. Also keine Ahnung, wie man das wieder alles unter einen Hut kriegt, weil muss ja auch gucken, was machst du mit Marie, was machst du mit Jonas, was machst du mit Sandra. Muss halt immer gucken, das ist immer ein bisschen kompliziert momentan. Dann ist der Raid Day, da hast du immer einen Ablauf drin, den du sonst machst, der wird diesmal auch nicht so sein. Musst du wieder umdenken, weißt jetzt schon, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, da wird sicherlich dein Handy wieder sich aufhängen, die Apps werden heiß, dann lädt es wieder nicht. Es ist ein Krampf jedes Mal wieder von neuem, immer wenn so ein Raid Day ansteht oder irgendwas, dass man denkt, das wird ein Fail. Ja? Die letzten paar Male gab es ja aber schon Probleme. Ich war ja froh, dass immer wenn Dreier-Raids sind oder so beim Raid-Day, dass du die einfach so locker machen kannst, auch zu zweit. Und hast dann unendlich Zeit, kannst dich da einplanen. Aber so eine richtige Raid-Tour habe ich an sich schon ewig nicht mehr gemacht. Zur Sinnoh-Tour in Gera, das könnte man ein bisschen als Raid-Tour bezeichnen. Aber da warst du draußen, du bist rumgelaufen, du hattest gefühlt den ganzen Tag Zeit, aber eh zu wenig Pässe, sodass, weiß ich nicht, du hattest keinen Zeitdruck. Jetzt muss ich gucken. Sind da glaube ich 7 Pässe, dann gibt es ein Raid-Ticket noch, falls ich das krieg, dass ich dann irgendwie 14 Raids machen muss in den 3 Stunden, aber wir unterwegs sind und wir müssen dann hinlaufen oder fahren oder machen oder tun. Das wird alles ein bisschen stressig, bin ich nicht mehr gewohnt, aber lassen wir es auf uns zukommen. Gucken es uns mal an, was es wird. 1734, 1784 war glaube ich der 100er. Gucken wir mal hier rein, also der war gerade bei Samyang. Das ist 1727. Ist also schlechter als der andere, aber egal. Den müssen wir jetzt noch fangen. So, wir werfen erstmal die Beere. Wir curven ein bisschen, lassen los, sehen. Der Kreis war ziemlich klein, aber wir haben, glaube ich, zu kurz geworfen. Der Ball ist unter dem Kreis gelandet. Reicht also noch nicht für einfach fabelhaft. So, machen wir mal so. Kreis ist einfach fabelhaft auf der Größe. Jetzt den Kreis am besten nicht mehr verstellen und nur noch werfen, wenn der angreift. Wenn es zu lange dauert, ne, er greift an, okay, zack, einfach fabelhaft, okay.
Hab gutes Gefühl, dass wir theoretisch jeden jetzt einfach fabelhaft treffen könnten. Ist immer eine Geduldsfrage. Wollt ihr warten, wollt ihr nicht warten? Wenn ihr genügend Bälle habt, ihr könnt auch einfach curven die ganze Zeit und dann halt so draufsemmeln. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, gerade wenn ihr wisst, das ist ein gutes Pokémon, wenn ihr wisst, der hat vielleicht 100 EV, dann werft nicht einfach wild drauf los. Dann macht's so, dass ihr in Ruhe curvt, wenn er angreift, wenn der eingestellt ist, der Kreis auf fabelhaft, werft dann in den Kreis rein und dann ist es eigentlich ein sicheres Ding, weil ihr damit die maximale Fang. So, da ist er drin. Das für Thumbnail irgendwie so, wir bewerten den auch noch kurz, hat 2 Sterne, 10, 11, 15. So. Das war's auch schon. Tough Kaloy und du seid jetzt gute Freunde, das passt. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Die nächsten Tage also dann Mega Despoda Raids. Boah, da ist immer noch ein Schluck drin in der Lombicola. Das ist echt abartig. Nie wieder. Pupsi hat mich verleitet. Oh, für 50 Cent nehme ich mir mal eine mit. Willst du auch eine? Ja, gib mir aber Zero. Ich will ja gesund leben, ne? Und was ist? Das ist so eklig. Trink das nicht. Mach das nicht zu Hause nach. Keine Lombicola. Extra T-Shirt. No Lombi Club. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.